Männern zu zeigen, wo es lang geht, was das Thema Feminismus angeht. Ich hol dich auf den Boden der Tatsachen zurück, Gabriele. Wer bist du denn? Aber wieso haben die es vorher nicht gesagt zu uns, dass die Bachelorette B ist? Hättest du dann mitgemacht? Weil das ein Angriff auf psychisch erkrankte Menschen ist. Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Bachelorette Reaction hier auf diesem Kanal und heute zu Folge 3. Ich sag euch ehrlich, ich weiß gar nicht genau, wie man die Folge beschreiben soll. Kontrovers vielleicht. Ich glaube, das trifft's gut. Nicht wundern, ich nehme das Intro gerade am Ende auf, aber das wird heute eine sehr gespaltene Folge. Deswegen seid auf jeden Fall gespannt. Gerne noch ein Like und ein Abo dalassen und die ganze Folge gibt's natürlich bei RTL Plus. Ist unten verlinkt und damit let's go. Das riecht nach Trouble. Wir haben festgestellt, die Bachelorette ist sexuell sehr offen und wir haben auf einmal 5 Mitbewerberinnen bei uns im Game. Ich muss aber sagen, das wundert mich, dass die direkt gecheckt haben scheinbar, dass das Mitbewerberinnen sind und keine Bachelorettes. Also ich hätte gedacht, das würden die erstmal denken. Was soll ich sagen? Ich war schockiert. Ich bin schockiert. Also ich dachte, er freut sich. Küche. Hier kochen wir für euch, wenn ihr das möchtet. Oh ja, bitte, bitte. Oder ihr kocht für uns. Was sagst du? Oder ihr kocht für uns. Dass du bestehst ja in der Küche. Ich habe schon 2 Tage gekocht. Oh, ja. Toll. Und dann kannst du die ganze Zeit rumchillen, oder was? Ja. A, ist mir erstmal sehr, sehr wichtig, den Männern zu zeigen, wo es lang geht, was das Thema Feminismus angeht, Gleichberechtigung. Hä? Aber was hat das denn damit zu tun? Das verstehe ich nicht. Also ich glaube auch nicht, dass das Thema der Staffel dieses Jahr Feminismus ist. Ich finde, das hat damit einfach gar nichts zu tun. Also, hä? Das war irgendwie schon so eine sehr negative Reaktion, nur weil er meinte erstmal so, ja, hier kochen wir für euch, wenn ihr das wollt. Oh ja, geil und so. Und dann, oder ihr kocht für uns. Und dann direkt so, was? Und so voll schockierte Reaktion. Und dann aber im nächsten Moment wieder so in Richtung Gleichberechtigung, ich weiß nicht, ne? Das ist irgendwie, finde ich, hat das da gar nichts verloren gerade. Frauen sind definitiv eine andere Konkurrenz. Klar, weiblich, die verstehen sich vielleicht erstmal so einen Ticken besser. Ja, das stimmt tatsächlich. Also finde ich zumindest, hat man letztes Mal gemerkt, schon bei den Begrüßungen war das irgendwie so voll locker. Und bei den Männern war das eher so, die waren so ein bisschen, ja, vielleicht zurückhaltender, egal, ihr wisst, was ich meine. Man hatte so das Gefühl, die Frauen haben irgendwie direkt so eine bessere Connection zu Stella. Also hatte ich das Gefühl. Ich sag dir eins, also, das ist gute dass Konkurrenz. Dass dir richtig Trouble geht. Ja, das glaube ich auch. Absolut. Ich find's total geil. Ich find's super spannend. Echt. Also nicht persönlich nehmen, aber seid ihr eher lesbisch oder bi? Bi. Wir sind sowas von gay. Alle bi? Pansexuell. Quer bi. Okay, also sind welche dabei, die auch bi sind? Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Vielleicht sind da ja auch welche dabei, die dann nicht mal nur Interesse an Stella haben, sondern auch an den Männern dort oder an einem Mann. Das ist, glaube ich, das Beste, was Musti heute gehört hat. Ich kann die Frage vollkommen nachvollziehen. Ich meine, die müssen ja auch selbst gucken, wo sie stehen. Nicht, dass wir euch verführen und so. Boah, komm mal weiter. Du guckst dich schon so böse an. Meine, oh Leute, ich mache euch schon mal vor, meine Blicke, dann müsst ihr mich noch mal doppelt fragen. Ich hol dich auf den Boden der Tatsachen zurück, Gabriele. Wer bist du denn? Ja. Also, das wirkt mir sehr harmonisch dort. Das ist jetzt der zweite Moment, wieder mit Bennett übrigens, der hier, also, so, wo man schon merkt, so, oh, ich glaube, das wird irgendwie nicht passen, so. Also, wenn das jetzt schon 2-mal solche Situationen gab, dann glaube ich, wird es sie noch häufiger geben. Das wird auf jeden Fall das Zusammenleben jetzt ein bisschen beeinträchtigen. Also nicht beeinträchtigen. Nein, nicht. Nein, Moment. Man muss erstmal realisieren, wo bin ich hier nochmal? Na, ich glaube, da wird es vor allem ein paar Kommunikationsprobleme geben, wie man jetzt schon merkt. Wenn jetzt schon angeht. Der versteht den Humor nicht. Komm, das ist die erste Frage. Seid ihr jetzt bi oder? Ich habe extra bi gesagt. Mal gucken. Ach so, das stimmt gar nicht, oder wie? Ja gut, also dass sie das sich fragen, ist doch irgendwie normal, oder nicht? Also die wurden ja voll ins kalte Wasser geworfen, wussten gar nicht, was auf die zukommt, sind maximal verwirrt. Während die Frauen, das ist mir dann selbst erst im Nachhinein aufgefallen, ich meinte ja in der Reaction, dass die Frauen ja auch eigentlich gar nichts von den Männern wissen oder dass wir mal gucken, wie die auf die Männer reagieren, aber die Frauen wussten ja scheinbar von Anfang an, was auf die zukommt und die Männer aber nicht. Und dass man sich dann diese Frage mal stellt, finde ich, ist doch irgendwie normal, oder nicht? Wir haben gesagt, es gibt keinen Stress, jetzt wird es Stress geben. Jetzt?
Scheiße, Mann, mit den Frauen hier. So, die sind, glaube ich, sehr laut. Bist du eigentlich Rapper oder warum gehst du? Ich bin tatsächlich Rapper. Echt? Sorry, ja. Ja, Feature mit Farid Bang kommt dann, glaube ich, bald. Das ist so lustig, ne? Ich. Perfekte Stelle jetzt dafür. Ich wollte gerade sagen, da sind so Gesichter dabei, da merkt man einfach direkt, die denken sich so, ey, wo bin ich hier gelandet? Ich kann mir wirklich vor in so einem Partyformat. Das ist mal für mich, echt mal der Schock. Aber wieso haben die es vorhin nicht gesagt zu uns? Was denn? Dass die Bachelorette bi ist. Hättest du dann mitgemacht? Dass sie bisexuell ist, ist für mich kein Problem. Wenn sie sich in mich verliebt, dann verliebt sie sich in mich. Wenn sie eine Frau verliebt, dann verliebt sie sich in die Frau. Ja, aber jetzt bei Dates sind Frauen und Männer dabei. Ja, ja, klar. Ja, nee, das glaube ich nicht. Doch, 100 pro. Also das würden die nie im Leben machen, dass sie die nur, sage ich jetzt am Ende kommt so, aber das glaube ich nicht, dass sie die dann nur mit Männern und nur mit Frauen auf Dates schicken, das glaube ich nicht. Also 100 pro wird das durchgemischt. Das gibt nur Streit. Das gibt ja, das wäre ja total asozial. Ja, das wäre für uns Zuschauer auch echt richtig blöd, oder? Also ich hoffe, der Bennett plant hier in Zukunft keine Formate bei RTL. Oder so, und eine Frau dann laut wird, dann könnte es zu Streit kommen. Ist sehr interessant natürlich, aber weiß ich nicht, ob das kann auch nach hinten losgehen. Hallo meine Liebe. Ja, sexy. Auf jeden Fall. Okay, das ist echt sexy, oh mein Gott. Theoretisch könnten sich ja auch welche von den Frauen dort ineinander verlieben. Da habe ich auch noch nicht dran gedacht, aber die Option gibt es ja auch. Realistisch betrachtet ist die Wahrscheinlichkeit vor allem unter uns Frauen da, dass da etwas laufen könnte. Ich bin da tatsächlich auch offen. Naja, jetzt verstehe ich immer mehr, warum das eher so ein bisschen so ein Are You The One-Vibe hat, als den normalen Bachelorette-Vibe. Also war irgendwie die ganze Zeit schon so, aber verstärkt sich jetzt natürlich noch mal mehr. Meinst du, hier wird gezeigt, wenn hier jemand aneinander bandeln sollte? Na, das wird da wird sie drüber informiert werden. Selbstverständlich. Nee, glaube ich nicht. Also wenn die nicht selbst informieren, dann glaube ich, wird das nicht rauskommen. Later. Besonders bei Frauen, die wirklich sagen 50-50 und die auch wirklich Bibi sind, dann denen ist es wahrscheinlich auch wichtig. Aber ach so, okay. Ja, ja, doch, ich glaube, ich weiß, was sie meint. Seite auch von vielen Frauen kennen, dass Männer auch ihre gefühlvolle Seite rauslassen. Dann ist sie bei mir an der richtigen Stelle. Außer offene Beziehung. Hat sie das gesagt? Da sage ich jetzt gar nichts. Dass sie sexuell offen ist, genau, das ist ein Unterschied, mein Lieber. Ja, das ist halt so eine Aussage, wenn sie da offen ist, ist halt die Frage, was heißt denn das genau? Boah, ich sag's euch, Freunde, das wird echt interessant. Ich bin mal gespannt, ob es Leute geben wird, die vielleicht auch selbst abbrechen. Ich glaube, das gab's bei der Bachelorette eigentlich nie. Ja, wobei vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es schon Leute gibt, die dann sagen so, nee, das ist irgendwie gar nichts für mich. Hältst du davon, wenn sie sagt, dass sie gerne offene Beziehungsmuster führt? Hat sie das euch gesagt, dass sie offen? Ja. Manchmal sagt man, wir wollen jetzt wirklich nur einander gerade. Manchmal vielleicht, wir sind offen, aber ich will... Boah, das ist halt... Ich finde, das klingt halt bei ihr so unsicher. Also wirklich jeder, wie er möchte, ne? Aber das ist halt sowas, was ich meine. Also sie meinte schon, sie weiß noch nicht so ganz, was ihr Beziehungsmodell ist. Und ich finde, wenn man das schon hört, dann weiß man eigentlich schon, das wird wahrscheinlich früher oder später zum Problem. Also wenn die eine Person da irgendwas, keine Ahnung, ausprobieren will und sich jemand das halt gar nicht vorstellen kann, dann ist er eigentlich schon raus. Und es klingt halt so, ich finde das immer ein bisschen schwierig, wenn sich jemand nicht wirklich festlegen will, weil man dann gar nicht weiß, ob das ja langfristig passen kann oder nicht. Und wenn es dir jetzt so sagt, so ja, nur so mäßig einen Monat lang wollen wir mal nur uns und dann sind wir wieder offen für andere. Das ist halt sehr unsicher, finde ich. Ja, also Moment, also wenn du jetzt sagst offen, dann sind ja einige schon nicht dabei. Ja. Nicht mehr dabei. Das ist nicht so mein Ding. Ja, also meinem Eindruck nach wirken die Frauen dort auf jeden Fall dem Ganzen gegenüber offener als die Männer. Ob das jetzt grundsätzlich so ist oder halt nur hier in der Gruppe, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das Problem ist am Ende hierbei, jetzt so meiner Einschätzung nach, wirklich nicht, dass Stella auf Männer und Frauen steht. Ich glaube, dass das nicht zum Problem wird unbedingt. So wie Bennett ja auch schon meinte, ne, so in die Person, in die sie sich verliebt, verliebt sie sich halt. Aber das mit den offenen Beziehungen, also das ist schon sowas, wo ich mir denke, wenn man, das sollte man schon vorher wissen. Also wenn du dich dann da bewirbst und mitmachst und weißt das aber nicht, genauso auch für Stella. Also kann ja auch sein, dass jemand eigentlich voll dagegen ist,
denkt sich aber so, ja, okay, jetzt bin ich schon mal hier, jetzt lasse ich mich mal drauf ein, aber dann nach der Show oder irgendwann wird es so ein Problem. Also, ja, ich weiß nicht, ne, ein bisschen schwierig alles. Oder sogar Polybeziehungen führen. Polybeziehung bedeutet, du kannst sogar mehrere Menschen verlieben. Und die würden auch sagen, okay, ich will nicht, dass es unbedingt vor mir passiert. Wie findet ihr die Boys? Also ein paar, wo ich, das sind einfach so dieses typische dumme Männersprüche ballern so auf den, aber die meisten sind echt mega nett. Das ist halt so ein bisschen so dieses, ja, die typisch Männer immer, ne, mit ihren dummen Sprüchen. Also das, was die eigentlich selbst nicht wollen, dass die alle so in so eine Schublade gepackt werden, machen die aber selbst. Ergibt, finde ich, gar keinen Sinn. Es ist halt einfach ein Unterschied zwischen den Männern und den Frauen dort. Aber ich weiß jetzt nicht, was daran unbedingt jetzt schlimm ist so. Beziehungsweise wirkt das ja dann so, als wären die wiederum den Männern gegenüber gar nicht so offen dort, sondern eher so negativ eingestellt. Also das ist halt mein Eindruck dabei. Ich glaube, wir sind alle tolerant. Und dann ist es auch völlig normal, dass eine Frau bisexuell ist. Vermutlich wäre das aber für den einen oder anderen nichts. Ja, und das wird auch interessant, wie ehrlich die Leute dann vielleicht auch zu sich selbst sind, wenn die wissen, ey, das ist nichts für mich, ob die dann weiter dabei bleiben, weil die halt jetzt mal da sind und weil es eine Show ist, oder ob die dann sagen, okay, nee, dann bin ich raus. Da bin ich gespannt. Kurze Unterbrechung, Freunde. Über 60% der Leute, die hier regelmäßig zuschauen, haben den Kanal noch nicht abonniert. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr euch ganz kurz die Zeit nehmt und ein Abo dalasst. Ich finde es sehr schwierig, im Voraus zu sagen, wie ich meine nächste Beziehung führen möchte. Es kommt total auf den Partner, die Partnerin an. Ja, das meine ich halt, ne? Die Gefahr besteht ja dann auf jeden Fall, dass man früher oder später verletzt werden könnte, weil die halt nicht genau weiß, was die eigentlich möchte. Wie gesagt, beziehe ich nicht auf die Geschlechter, sondern einfach nur auf das Beziehungsmodell. In dieser Staffel gehen mindestens 2 Paare hier raus. Ja, das glaube ich auch. Da könnte man echt drauf wetten. Sind doch alle bisher im Video, oder? Okay, jetzt haben wir es. Warum? Das Format hat sich doch geändert. Das Format ändert mich nicht. Ich bin ein Bastard schon vorne rein gewesen. Fasse Aussage. Ich mach mir Essen, Bro. Allein. Das ist krass, Bro. Aber sonst fühlst du dich hier wohl generell in der Gruppe, oder? Ja. Ist natürlich ein bisschen komisch mit Boys. Mir kommt es nämlich so vor, als würden sie ein bisschen beobachten. Ja, das tun sie auch. Die gucken einen ganz genau an und analysieren einen. Voll. Gestern war ich dann auch nicht mehr so überzeugt davon, dass ich ein Röckchen trage, wenn ich ehrlich bin, weil ich so. Das ist halt das Ding, ne? Die gaffen einem Ton natürlich auch an. Ja, aber das meine ich so, ne? Da sind halt irgendwie so Probleme. Da frage ich mich, will ich die in so einer Bachelorette-Staffel eigentlich sehen? Also ehrlicherweise nicht. Wenn ich die Bachelorette gucke, dann will ich eigentlich nicht mit solchen Themen konfrontiert werden. Männer. Und man merkt halt schon extrem dieses Männer raus. Aber ich glaube, sie belächeln zum Teil noch unser Dasein. Nee, das glaube ich nicht. Also sicher sein kann sich hier ja wirklich niemand. Vor allem in dieser Konstellation dort. Also ich glaube, das belächelt gar keiner. Das klingt dann für mich auch so wie, klar, die Männer belächeln die Frauen hier natürlich und sehen die gar nicht als Konkurrenz an, aber das ist ja absolut nicht der Fall. Das denken die vielleicht, aber es ist ja nicht so. Wir haben ja so eigentlich gar nichts mit dem Lebensbereich zu tun. Weißt du? Mhm. Jetzt so die Staffel der Political Correctness. Hättest du dich beworben, wenn du gewusst hättest, dass die Bachelorette B ist? Wenn ich gewusst hätte, wie die Staffel aufgebaut ist, weiß ich nicht. Ansonsten ja. Okay. Ja, ist auch eine blöde Frage, ne? Weil wenn man das natürlich von vornherein weiß, überlegt man sich ja trotzdem, ob man mitmacht oder nicht. Aber man ist dann halt vielleicht. Also man ist dann auf was anderes eingestellt als in dem Fall. Later. Das zweite Mal in dem gleichen Daumen geschnitten jetzt in 2 Tagen. Die Messer sind einfach geistkrank scharf. Ja. Geisteskrank sagt man nicht. Wie, warum sagt man das nicht? Weil das ein Angriff auf psychisch erkrankte Menschen ist. Was? Ich glaube, ich habe das bestimmt auch schon mal in einem Video gesagt. Und also das ist doch absolut klar, dass er damit. Muss man doch gar nichts zu sagen, oder? Ey, wirklich, der Blick von ihm sagt so viel aus. Ihm das so jetzt so aufzudrücken, als würde er damit jetzt irgendwie so Leute angreifen wollen, das ist halt einfach Quatsch. Entweder man ist offen und man nimmt's an, oder man scheint irgendwie Lust zu haben, mit mir zu diskutieren. Naja gut, aber dann scheint's ja gerade eher so, als würde sie diskutieren wollen und nicht er. Irgendjemand damit anzugreifen. Man dich eigentlich besser überlernt. Komplette 2 Welten prallen hier aufeinander. Ja, dann tut's mir leid für dich, dass du sehr offen bist für konstruktive Kritik. Bin ich ja. Merkt man kaum. Ja, aber man muss sie ja nicht annehmen, oder? Dann bist du nicht offen für konstruktive Kritik.
Ey, wirklich, die Blicke, ja, von den Männern sind einfach Gold wert, wirklich. Natürlich kann man offen sein für Kritik, aber das heißt ja nicht, dass man die auch annehmen muss. Dann lässt du dich nicht eines Besseren belehren und du greifst dann automatisch mit anderen Menschen. Das, hier, das ist auch die Staffel hier mit der Political Correctness. Ja, ist doch gut so. Ja, nee, dafür hab ich mich nie beworben. So. Richtig traurig, dass du da so ein Schubladendenken hast. Finde ich schade. Naja, das Schubladendenken merkt man aber bei den Frauen hier auch. Wie zum Beispiel vorhin. Wir werden jetzt auch darauf achten, was die Frauen sagen. Und wenn wir uns beleidigt fühlen, dann werden wir es genauso sagen. Ja. Und dann wird es hier einen Feuerkampf geben. Ja, das wollte ich auch sagen. Also das kann nur schief gehen. Aber in welchem Kontext hast du denn geisteskrank gesagt? Einfach gesagt, dass etwas geil ist, so geisteskrank. Also ja, das ist doch nicht böse gemeint. Leute, ihr habt es nicht böse gemeint. Aber ich sag auch geisteskrank. Das kannst du dich mal ausreden lassen, ja, okay. Bitte? Boah, ey, das, Freunde, das wird noch so abgehen, sage ich euch. Ich finde, ein Unterschied wäre jetzt, wenn er sagen würde, du bist doch geisteskrank, dann so okay, dass man das sagen kann, ja, verstehe ich, aber wenn man sagt, das Messer ist geisteskrank scharf. Excuse me, aber brennt's eigentlich bei dir? Schon sehr, sehr bissig. Weil wir nicht so sind. Irgendwie ist es ein bisschen ausgeartet. Man muss nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Aber Fakten sind Fakten. Ja, Fakten sind Fakten, aber es ist einfach ein Fakt, dass er das nicht so gemeint hat, wie die es ihm auslegen. Dann hol mir jetzt eine ran, die sich jetzt verletzt fühlt. Das wirst du dann im Internet sehen. Ja. Boah, also da sage ich euch auch jetzt schon, ne? Da werden, glaube ich, manche Leute, die werden so den Shitstorm bekommen. Aber einfach, weil halt so verschiedene Communities aufeinandertreffen und ja, das ist also, boah, das, generell glaube ich, die Staffel, die wird harte Diskussionen auslösen. Problem natürlich, abgesehen vom Hate, könnte halt sein, wenn die das an Stella weitergeben und die Personen dann da auch irgendwie schlecht darstellen, dann könnte das natürlich auch sich auf Stellas Bild von denen auswirken. Aber jetzt können wir euch ja fragen, seht ihr uns als Konkurrenz? Nein? Natürlich, habe ich gesagt. Natürlich, habe ich gesagt. Also ich habe in meinem Leben noch nie mit einer Frau konkurriert. Ich finde es spannend und ich weiß auch nicht, wie ich damit so umgehen soll. Tja, der Devin ist sich noch ein bisschen unschlüssig, ob er hier den Abschluss erzielen kann oder nicht. Ja, ich glaube, am Ende ist das voll egal dort. Klar, die sind alle Konkurrenten, aber am Ende entscheidet das ja die Anziehung, die vor allem Stella zu den Personen dort hat und ob sie eine Anziehung hat oder nicht. Wenn schon mal alle hier sind, kann ich vielleicht ein Thema ansprechen. Ich glaube, so ganz offene Beziehung ist, glaube ich, nicht so mein Ding. Naja gut, ne, das ist dann halt, also was er eigentlich sagen möchte, offene Beziehungen kommen nicht in Frage, weil ich glaube, es gibt keine halboffenen, oder? Bei mir total darauf an, was mein Partner oder meine Partnerin auch möchte. Ich bin offen für... Ja, das ist halt jetzt die Frage, ne? So, das klingt jetzt eher so wie, wenn die andere Person eine offene Beziehung will, ist sie so dabei, wahrscheinlich. So wie es aber vorher immer rüberkam, weiß sie ja selbst nicht, welches Modell sie möchte. Und das sind irgendwie so zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Am Anfang kann man vielleicht sagen, wir sind so verliebt, ich will sowieso niemand anderen. Also ist bei mir auch meistens so. Meistens? Die heteronormative Beziehungsform ist von allen so als Norm anerkannt. Kannst du das nochmal kurz erläutern? Ich habe das gehört, aber hetero was? Heteronormale Beziehung. Oder was? Aber also normativ oder was meint? Ich habe das Wort noch nie gehört. Normativ, heißt das normal oder, weil man will das ja eben, glaube ich, eigentlich nicht so darstellen, als wäre das normal, weil das andere dann ja automatisch nicht normal wäre. Ich glaube, Freunde, heute bin ich auch schon in das ein oder andere Fettnäpfchen getreten hier. Also kann wirklich nur gut werden, ne? Ich freue mich auf die Staffel. Das ist sehr naiv zu glauben, dass es für jeden das Richtige ist. Ja, das stellt ja auch keiner in Frage. Also das ist ja, die Aussage wäre ja auch Quatsch. Genau, es war halt noch nie so, dass ich mir gedacht habe, ich will jetzt lutschen von jemandem. Also ich glaube, alleine dafür wird er schon dicken Hate kassieren, glaube ich. Manche Leute, ja, das ist jetzt so ein Ding, ich sag euch genau, wie das ist. Die Leute wussten nicht, worauf die sich einlassen, aber ich glaube, manche werden im Nachhinein das zutiefst bereuen, dass die da mitgemacht haben. Nur können die sich wiederum nicht vorwerfen, weil die ja nicht wussten, was auf die zukommt. Wenn dieser Typ kommt, ich würde einfach machen, wenn ich danach merke, es ist nichts für mich, vollkommen okay. Du suchst jetzt nicht zwei Partner, sondern einen Partner, der eventuell dafür offen wäre. Genau. Klingt jetzt wie ein Partner, der eventuell offen wäre für zwei Partner. Das ist mal so. Irgendwann mal, keine Ahnung, bist gemeinsam im Urlaub, jetzt in Thailand, da kommt eine vorbei und ja. Dann let's go. Das belebt das Ganze, ja. Das ist was ganz anderes. Okay, aber wenn es ein Mann ist, dann...
Das ist tatsächlich was anderes. Ja, ich wollte auch schon sagen, das ist einfach Schönmalerei, wenn man sagt so, ja gut, ne, irgendwann mal, jetzt erstmal die nächsten 2-3 Jahre passiert das eh nicht und irgendwann mal in 2-3 Jahren oder so, und man sieht ja schon, dass wie er sich vorgestellt hat, oder er hat gar nicht so richtig drüber nachgedacht, was das eigentlich alles bedeuten kann. Also er dachte jetzt so, ja, ich bin im Urlaub und wenn da noch eine andere Frau ist und so, klar, natürlich kein Problem, belebt das Ganze ja, aber wenn es ein Mann wäre, dann käme das schon nicht in Frage. Aber heißt das, du liebst nur eine Person dann? Ja. Okay, dann, das ist für mich am wichtigsten. Ja. Das ist mir ja. Ja, das Problem ist halt nur, natürlich könnte sich ja jemand theoretisch auch bei anderen Dingen einfach ganz schnell in jemand anderen verlieben. Also ich weiß nicht, irgendwie, ich habe auch das Gefühl, dass manche gar nicht so richtig drüber nachdenken, sondern das halt so ein bisschen vielleicht auch so hinnehmen, weil jetzt sind die da dabei und die haben keine Alternative. Ich glaube, anders wäre das, wenn das jetzt 2 Bachelorettes wären, Stella und noch eine andere. Das ist eigentlich auch eine interessante Frage. Würden die sich dann trotzdem auf das bei Stella einlassen oder lieber zur anderen gehen? Nein. Würde auch dieser Person immer so das Gefühl geben, du bist das Besonderste in dieser Welt. Ja, nur ist halt die Frage, ob das dann irgendwann immer noch so ist. Ne, das kann man jetzt natürlich so sagen, aber eine Garantie gibt es dann auch nicht dafür. Und du musst dir auch keine Sorgen machen, dass ich... Also du musst nicht eifersüchtig sein. Es passiert schon selten, dass jemand das sofort so versteht. Wenn ich sage, ich liebe nur dich, dann meine ich das auch. Du musst dir keine Sorgen machen. Ja, also wie gesagt, in meinen Augen ist das einfach eine, ja, eine schöne Vorstellung so. Oder das ist so die Wunschvorstellung, ja, aber... Ob das am Ende die Realität sein wird, das weiß man absolut nicht. Und da kann man auch nicht von ausgehen. Ob jetzt männlich oder weiblich? 50-50, würde okay, ich sagen. Ja. Also es gab auch mal wieder so Phasen, wo ich dachte, vielleicht doch eher mit einem Mann. Jetzt denke ich so manchmal, Frauen sind generell schon offener. Muss ich halt auch sagen, ne? Ich finde so 50-50 oder ob es immer 50, es ist ja scheinbar wirklich nicht immer 50-50, aber das klingt alles einfach gar nicht sicher. Das geht ja darum, wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn man da dabei ist, das wäre mir einfach alles so viel zu, ja, so viel zu, wie sagt man, schwammig. Also könnt ihr mal kommentieren, ob ihr das auch so seht. Wahrscheinlich bin ich am Ende der Einzige, ne? Aber ja, könnt ihr gerne mal kommentieren. Bock auf Doppeldate? Bock ja. auf ein Doppeldate, ja, oder? Ich komme gleich zu euch. Ich rede nochmal mit Aaron, weil mit Aaron habe ich auch nichts bis jetzt fast geredet. Ich weiß mit dir auch nicht so viel, aber mehr. Ich wollte gerade sagen, ja. Es ist für mich eine neue Erfahrung, weil ich eigentlich so es eher gewohnt bin, dass ich eher angebaggert werde. Ja gut, ne? Ich meine, die meint ja, sie kommt gleich wieder, also... Deswegen, ich würde mal sagen, alles gut hier. Also das Gespräch gab es auf jeden Fall. Und was es auch noch gibt, Freunde, ist die Nacht der Rosen. Machen wir jetzt natürlich so wie immer. Also ich zeige jetzt nur die letzten 3 Rosen, die übrig bleiben, weil sonst wäre das einfach zu viel. Und so viel kann ich ja gar nicht ins Video packen. Deswegen die 3 letzten Rosen, die schauen wir uns jetzt an. Wenn mein Kopf anfängt zu rauchen oder zu brennen, weiß ich, an wen ich mich wenden muss. Jan. Ach ja, stimmt, der war ja Feuerwehrmann. Ferry. Jetzt natürlich die letzte Rose. Also einschätzen kann man es halt auch nicht, wer die bekommt. Deswegen gucken wir einfach. Und 3 Leute fliegen übrigens raus. 3 spoons of sweetness and 1 spoon of spice. Ach so, die sehen wir gar nicht mehr. Dafür sehen wir hier was anderes Interessantes im Pool. Hello there. Tja, sehr unerwartetes Ende, Freunde. Also ich bin richtig gespannt, was ihr dazu kommentiert, zu der Folge heute. Und ich hoffe natürlich, dass ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid bei der nächsten Folge. Gerne noch ein Like und Abo dalassen. Bis dahin und ciao.